Moin, moin und willkommen bei Hardcore Kürbel. So, wir haben ein paar Kürbels zu retten und die treiben sich hier so rum. Also, Tatis Hulk ist im Kürbel Orbit, Campbell's Craft ist im Kürbel Orbit, Görsels Heap ist natürlich im Minmus Orbit, weil sonst wäre alles viel zu einfach. Und Tanmas Craft ist im Kerbin Orbit wiederum. So, ich würde sagen, wir kümmern uns als erstes mal um unsere Freunde im Kerbin Orbit und da können wir wahrscheinlich bei Campbell ganz gut anfangen, weil der Space Truck ist da noch unterwegs und solange der Space Truck noch ordentlich Sprit hat und wir Platz im Space Truck haben, um Leute einzusammeln, würde ich sagen, macht es absolut Sinn, dass wir das auch mit dem Space Truck tun, weil uns das einfach den ganzen Aufwand spart, Raketen zu starten. Wir müssen dann später vielleicht einfach, oder also großartige Raketen zu starten, sagen wir es mal so, die irgendwas Tolles können, weil wir müssen dann eventuell nur noch die Kerbals einmal am Space Truck abholen und gut ist, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir wollen uns mit Campbell treffen. Campbell's Craft. So. Der Campbell ist auf einer 80 Kilometer Höhe unterwegs. Wir sind, also beziehungsweise sein Orbit ist zwischen 83 und 77 Kilometern und unser ist zwischen 85 und 86 Kilometern. Das heißt, Campbell wird auf jeden Fall aufholen, ob ihm das gefällt oder nicht. Und er ist noch 230 Kilometer von uns entfernt. Und wir haben hier noch ungefähr genug Essen und Brettspiele für die nächsten paar Jahre. Das heißt, wir warten einfach mal, dass der Campbell uns einholt. Müssen jetzt gar nicht viel tun für die Geschichte. Denn der Campbell kommt von ganz alleine zu uns gefahren. Das Einzige, was wir jetzt machen, ist, wir beschleunigen es an der Periapsis ein ganz kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Damit wir nicht ganz so ewig in dieser Folge warten müssen, dass uns der Campbell dann mal kriegt. Und dafür ziehen wir einfach unsere Apoapsis minimal nach oben. Also ich werde jetzt einen ganz kleinen Schubimpuls geben. Weil im Prinzip holt er ganz gut auf, der gute Mann. Also überhaupt nichts Problematisches. Und dann aber jetzt noch ein bisschen unseren Orbit nach oben drehen, sollte das sehr entspannt werden. Und wenn wir dann drüben auf der hellen Seite sind, guck mal, hier haben wir schon den ersten Intersect, der ist noch 188 Kilometer. Ich glaube, den können wir jetzt durch Schub wahrscheinlich schon deutlich verkleinern. Genau, aber noch nicht zu weit. So, so ruhig ein bisschen erstmal auseinander gehen. Also hier sind wir dann auf 190 Kilometer runter. Dann gehen wir in der Bahn nach außen und er wird stärker aufholen, aber das reicht jetzt auch. So. So, schauen wir mal. Also 200 Kilometer sind geschafft. Jetzt driften wir in unsere Apoapsis ein bisschen weiter nach außen und dadurch beginnt natürlich der Campbell schneller aufzuholen, weil er nur auf einer 83 Kilometer Umlaufbahn unterwegs ist. Ich denke mal, wir werden jetzt noch eine Runde drehen müssen. Also hier hinten haben wir jetzt noch eine Intersect von 119 Kilometern. Das sieht aber ganz gut aus. Also, das kriegen wir jetzt relativ schnell gebacken. Ich denke mal, im nächsten Umlauf mit ein bisschen Glück, sogar schon im Hellen, haben wir unser Rendezvous, wo wir den Campbell schnell mal einkassieren können mit dem Space Truck. Und dann haben wir hier die anderen beiden. Die sind zum Glück relativ nah beieinander. Wir müssen einmal ein bisschen nach draußen, um sie aufholen zu lassen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Target Position, genau. Jetzt wird er uns überholen irgendwann. Das wollen wir natürlich nicht. So, 190 noch. Ah. Also im Hellen wird es wohl nichts mehr. Aber er holt jetzt gut auf. So, und ein guter Zeitpunkt ist halt, wenn wir beginnen, so nebeneinander zu fahren. Also wenn er uns jetzt wirklich eingeholt hat und neben uns auf der Bahn ist, dann ist ein guter Zeitpunkt, dass wir die Bahnanpassung machen, damit wir einfach auf die gleiche Geschwindigkeit kommen. So, ja, jetzt, das nächste Mal hat er uns überholt, das heißt, wir können das wahrscheinlich echt im Hellen machen. Das ist sehr schön. Da kommt die Sonne und wir sind noch nicht ganz nebeneinander. Ja, hier kann man das ganz gut sehen. Jetzt sind wir gleich nebeneinander. Los, komm. 10 Kilometer Distanz noch, 9 Kilometer. Und jetzt gehen wir raus, gehen auf Target und Retrograde. Wir haben 17 Meter pro Sekunde Geschwindigkeitsunterschied anzugleichen. Das machen wir jetzt fix. Das sollte sehr, sehr schnell gehen und uns vor allen Dingen halt auch nur 17,5 Delta V kosten. Das ist halt das Schöne daran. Und dann bewegen wir uns ein bisschen auf ihn zu
Und dann bin ich mal gespannt, in was für einem Hobel der diesmal drin sitzt. Ich hoffe, die haben den nicht wieder in irgendeine Station reingebaut. Aber es kamen gute Pläne, auch das Wissenschaftspersonal, Explo, vielen Dank, hat sich da gut eingebracht. Aber auch von anderen kam der Vorschlag. Ich hatte die Idee tatsächlich auch später, aber ich hatte sie leider erst später, als ich dann nochmal drüber nachgedacht habe. Weil ich gedacht habe, so, oh, Disassemble klingt ja super, dann schwebt halt danach noch der Körbonaut rum. Tat er nicht. Ja. Nee. Also, wieder was gelernt. Die Idee ist dann nämlich einfach, einen Dockingport abzubauen, den halt an das Teil ranzubauen und dann anzudocken und über einen Transfer zu arbeiten. Genau, also dass man quasi innen lang geht. Das wäre unser Rettungsplan, wenn uns das nochmal passiert. Also wir haben auf jeden Fall einen Plan bereit, dass uns das, was uns passiert ist, in der Form zumindest nicht nochmal passiert. So, und jetzt jagen wir mit dem Space Truck aber erstmal hinter Campbell her. So. Zack, jetzt ein bisschen gegensteuern, dass wir hier auch wirklich in Richtung von Campbell's Craft fliegen. Und dafür wie immer mein Lieblingsmanöver, einmal den gelben Button über den pinken Button bringen mit angenehmer Annäherungsgeschwindigkeit. So, dann gucken wir mal, was uns das bringt. Das bringt uns ein Rendezvous auf 10,4 Kilometer. Das ist ein bisschen lausig, oder? Schauen wir mal. Müssen wir noch ein bisschen. Da müssen wir wohl noch ein bisschen Gas geben. So, 10,2. Warum hat er sich denn heute so? 10,2 ist ja nix. Also, ich befürchte, wir müssen hier wirklich heute mit Gas arbeiten. Geschwindigkeit geben, um irgendetwas zu erreichen. So, 9,8, jetzt überwinden wir wohl langsam mal den toten Punkt, wo tatsächlich auch eine Annäherung stattfindet. 8,4, langsam wird das ja. So habe ich mir das vorgestellt. Und schön auf dem Gaspedal bleiben. Wir müssen auf 2 Kilometer, wie wir es ja kennen, ran. Also so 2,5 Kilometer. Dann aktiviert es normalerweise das Gefährt. So. Na komm, ein bisschen noch. 3. Und 2 Kilometer reicht. So, 48 Meter Unterschied. Das würde ich jetzt mit dem Space Truck wahrscheinlich sogar einfach durchlaufen lassen. Weil das Schöne ist, wir haben jetzt ein Flyby quasi an dem Campbell's Craft. Ich kann Campbell dann aktivieren und aussteigen, wenn es keine anderen technischen Probleme gibt, und das mit dem Jetpack machen. Und wir nehmen den Schwung und lassen den jetzt gleich, weil wir haben hier eine sehr große Orbiterweiterung jetzt, was dafür sorgt, dass die sind tendenziell näher an uns dran, als wir an ihnen. Also wir wollen langsamer sein als die. Das heißt, wir nehmen die hohe Apoapsis auch mit, damit die aufholen können. Und würde sogar gucken, ob wir dann eventuell die Apoapsis noch ein bisschen erweitern. Jetzt holen wir uns aber erstmal Campbell in der Hoffnung, dass Campbell nicht irgendwo in einem Backstein verbaut ist. Wenn doch, müssen wir leider bremsen. Das wird uns noch ein bisschen Delta-V kosten. Aber wir haben noch 1500 Delta-V. Wir können hier im Orbit noch viel treiben, bevor wir irgendwo hinfliegen mit dem Ding. So, müssen wir eh uns irgendwas einfallen lassen. Dann schauen wir mal. Campbell's Craft ist... Oh Gott, also... Da haben aber auch Leute mit Dingern rumexperimentiert. Campbell's Craft hat aber diesmal eine Tür. Wenn wir so weitermachen, können wir uns bald irgendwie aus all den Dingen, die im Weltraum zusammenlassen, eine Station bauen, ne? Oder zurücklassen, besser. So, jetzt haben wir das Problem, dass die Space Truck Station natürlich ganz schnell abhaut. Jeha, aber das hält uns natürlich nicht auf, denn wir gleichen jetzt unseren Speed einfach an und fliegen auf die Station zu. Und da spielen wir wieder das Lustige. Mittlerweile gibt es ja Nuffballs in der Eva. Der ein oder andere von euch kennt das bestimmt noch, der schon ein bisschen länger dabei ist, dass es sowas nicht gab. Da war das ja nicht so einfach. Weil da musste man dann quasi so nach Pi mal Daumen fliegen. Mittlerweile haben wir Nuffballs, also ist ja alles easy peasy. So, 1,6 Kilometer zu überwinden. Wir haben 20 Meter pro Sekunde Geschwindigkeitsunterschied. Nochmal winken zu Campbell's Craft. Und wir freuen uns jetzt darauf, dass wir gleich neue Freunde haben. So, wir haben schon mal auf jeden Fall die ersten 3500 Körbel-Dollar kassiert. Damit sollten wir wieder über den 400.000 sein, jawohl. Ohne, dass wir eine Rakete starten mussten. Das ist jetzt das Coole mit dem Space Truck natürlich. Wir haben da oben was, was wir zwar ab und zu mal wieder auffüllen müssen, aber was uns halt auch immer wieder die Sachen erledigen kann. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, wir werden später wahrscheinlich mal die Antriebssektion hinten noch abbauen und durch einen Dockingport ersetzen. Da möchte ich aber wahrscheinlich warten, bis wir die Senior Dockingports haben, weil ich die bisschen mehr mag, um schwere Antriebssektionen anzubauen. Was habe ich denn jetzt gedrückt? So.
Zack, los. Keine Zeit. Also, der Space Truck auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Investition, auch wenn er selber sehr teuer war. Ich glaube, der wird uns. Wir können mit dem Science Data from Orbit Around bla. Wir können Kerbals einsammeln. Wir können potenziell Forschungen betreiben. Auch davon hält uns eigentlich keiner ab, wenn wir da mal was abliefern würden. Können wir mal gucken. Gibt es hier irgendwie einen EFO-Report? Gibt es da noch was zu tun? Kerbins Grasslands. Wir nehmen den einfach mit. Vielleicht kann man mit dem ja was anfangen. Also insgesamt lohnt sich das Gefährt schon, finde ich. Und war auch den Aufwand wert, es hochzuschießen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht irgendwie in die Solarpaneele reinkrachen. Ne, tun wir nicht. Sehr schön. Aber selbst dafür hätten wir Ersatz mit. So, und jetzt überlege ich gerade, wo ist denn eigentlich Platz? Ich glaube, wir haben ein paar ins Labor gesetzt. Glaube ich. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Was bist du eigentlich? Das werden wir gleich sehen, ne? Rein. Doch, der war ein Scientist. Der war ein Scientist. Dann kann er doch ins Labor arbeiten gehen. Hopp. Kannst gleich deine Forschungsergebnisse mitnehmen. So, also. Erster Körbel für heute gerettet. Hopp. Angeschlagen. Nicht festgehalten. Schade eigentlich. So. Willst du dich nicht festhalten? Steht da irgendwie nicht so drauf, ne, auf die Leiter. Mal gucken, die andere Kameraansicht. Ist aber auch blöd. So. Gucken, ob es jetzt klappt. Ah ja. Nein. Komm. Er hängt da sehr komisch dran, aber er hängt dran. So. Schauen wir mal. Review Data. Jawohl, die ist was wert. Start Research. Das heißt, wir können anfangen, hier oben zu arbeiten. Science haben wir denn schon? Noch nix. Okay, und wir haben noch irgendwo einen anderen Scientist, ne? Das ist der Explo. Du könntest eigentlich auch mal hintergehen und unterstützen. Und hier aus der ganzen Geschichte was machen. Kerbins Water, den nehmen wir auch mal mit. Den haben wir bestimmt auch noch nicht ins Labor gepackt. Man weiß es ja nicht, aber vielleicht halt noch nicht. Einfach mal mitnehmen. So. Ah, ich glaube, das wird auch ein etwas schönerer Anflug hier. Zack. Und gut. So. Review Data und 130 Punkte, sehr schön. So, dann habt ihr nämlich was zu tun und es gibt schon pro Tag 0,09 Science-Punkte. Das ist natürlich alles andere als gigantisch, aber es ist besser halt auch als nichts. Ne? Hatten wir noch irgendwo Dings rangebaut? Science-Geschichten, also so Instrumente quasi. Oder nicht? Besonders nicht gucken. Habt ihr euch vergessen, ne? Na gut. Habe ich dann wohl nicht dran gedacht. Schade eigentlich. Aber wir können auf jeden Fall mit den Evas arbeiten. Und immer mal wieder gucken, ob wir was kriegen können. Eva-Report. Kerbins Highlands und Board. Und wahrscheinlich ist da auch wieder was drin, oder? Ja. Sehr schön. So. Es wird langsam. Also jetzt gibt es schon 0,14 Science und wir werden das ab und zu mal wiederholen. Jetzt gucken wir aber mal, dass wir... Camel's Craft hat sich erledigt, dass wir die anderen Dinger einholen. Also, der da ist der nächste. Der ist jetzt noch von uns entfernt geschmeidige 1200 Meter, also... 1200 Kilometer sogar. So rum wird ein Schuh draus. Aber durch unsere exzessive Apoapsis-Erhöhung müsste sich das ja jetzt schneller erniedrigen. Verniedrigen? Verringern? Verringern. Verringern ist, glaube ich, besser. So. Und wenn wir jetzt gleich an der Apoapsis sind, würde ich sagen, machen wir auch mal direkt nochmal unsere Periapsis nach oben. Weil die ist jetzt gar nicht so weit drüber, sodass wir eigentlich die ganze Zeit konstant schnell Geschwindigkeit abbauen.
um zu den Kapseln zu kommen, weil die zusätzliche Delta-V-Ausgabe, die können wir uns auf jeden Fall leisten. Das ist kein Problem. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Geschwindigkeit dahinter. So, ich gucke mal, dass ich ungefähr kreisrund gehe. 150, 150, irgendwie so. Ja, 151, 149 ist, glaube ich, auch völlig okay. So. Und dann spinnen wir mal, weil ich glaube, wenn wir, genau, über 120.000 können wir auf hundertfachen Zoom drauf gehen. Ich mache jetzt mal so, da sieht man das ganz gut. 1.000 Kilometer. 900. Ah, das geht jetzt flink. Das geht jetzt flink. Ah, das frisst ganz schön Strom, das Labor, ne? Tut und wieder Sonne. Sehr schön. Aber dafür ist es ja da. Also nicht um Strom zu fressen, sondern um den Strom zu nutzen, um Wissenschaftspunkte zu generieren. Und das tun wir jetzt endlich mal wieder. Ich fand auch die Idee gar nicht schlecht. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Idee gar nicht schlecht, dass wir auf die Minmus Base auch noch irgendwann mal ein Labor mit drauf schicken. Dass wir das da anbauen. Ach. Perfekt, oder? Wird so rum noch ein bisschen besser. Wird's 9,6. 7,5. Was ist das Problem? Warum sind wir so weit noch getrennt? Hoch oder runter? 7,5. 7,5. 7,4. Okay, mit 7,4 kann ich aber leben. So. Ja, cool. 7 Kilometer Treffer aus dem Handgelenk geschüttelt. Du weißt, dass du zu viel Kerbal Space Program spielst, wenn du Rendezvous-Manöver ohne Vorberechnung machen kannst und unter 10 Kilometer rauskommst. So. Also, kleine Drehung. Wir müssen unsere Piloten noch ein bisschen ausbilden. Apropos Dinge ausbilden und noch ein bisschen und tralala. Noch 142 Tage, bis der Dunasat ankommt. Endcounting. Endcounting. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir endlich den Erstkontakt an Duna machen. Das erste Mal da sind. Und dass ja die Vorbereitung ist für die bemannte Mission. Psst. So. 30 Sekunden noch. Ich glaube, die haben ein bisschen was verbessert an dem Burn-Time-Estimator. Also ich glaube, der ist tatsächlich ein bisschen exakter geworden mittlerweile. Der war früher deutlich schlimmer. Ja, komm. Schön hier bleiben. Also ich glaube, er ist immer noch bei weitem nicht so exakt wie der Better Burn-Time-Mod, aber wenn man jetzt nicht gerade mit Ionenantrieben fliegt, scheint er ganz okay zu sein, muss ich sagen. Scheint ganz okay zu sein. So. Letzter Burn. Zack, das ist gut genug. 7,4 Kilometer. Und ich würde sagen, da time warpen wir uns jetzt mal wieder hin. So, und fangen dann den nächsten Kerbal ab. Target Retrograde. 44 Meter Unterschied ist auch nicht die Welt. Ja, ich würde jetzt ein bisschen uns mal angleichen, damit wir zumindest in die Nähe kommen. Ah, ich weiß es nicht, obwohl der da hinten. Wir könnten natürlich auch einfach noch eine Runde drehen. Genau so. Oh, das machen wir, glaube ich, aus Spritspargründen, damit uns der nächste dann einfach einholt. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. So mein Bauchgefühl sagt, das müsste ganz gut hinhauen vom Abstand her. Wenn wir jetzt hier eine Runde drehen, dass wir den dann ganz gut treffen. Wir werden es sehen. So, jetzt müssen wir aber erstmal den anderen Typen nah genug bekommen, damit das funktioniert. Wir müssen uns einmal ihm anpassen. Und dann in seine Richtung Stoff geben. Damit wir ihn einfangen können.
riesen Space Truck, ey. Ich brauche dann endlich mal große SAS-Module. Sie sind ja schon in greifbarer Nähe. Damit ich da endlich mal ordentlich steuern kann, weil jetzt ist das gerade noch so ein bisschen eine Qual. Das geht schon, aber richtig toll ist anders. So. Also ich probiere jetzt hier gerade wieder das typische Rendezvous-Manöver. Gelber Kreis über pinken Kreis oder pinken Punkt im Kreis und dabei beschleunigen, weil das führt dann irgendwann dazu, dass wir hier, solange das mittig ist und wir schnell genug sind, wir an irgendeinem Punkt auf jeden Fall nah genug kommen, also unter die 2,5 Kilometer. Dafür natürlich immer mehr Relative Speed aufbauen. Ich finde das irgendwie sehr cool, dass das mittlerweile angezeigt wird. Ich glaube, das war auch so eine Neuerung von der 1.1, wenn mich nicht alles täuscht. So, ich denke, 2 Kilometer sollten ausreichen für unsere Zwecke. So, dann können wir uns ranzoomen. Und den Rest lassen wir wieder so, dass wir ihn dann halt quasi kriegen. Na, sind wir noch nicht nah genug? Doch, wir müssen noch nah genug sein, ne? Können wir rüber? Können wir. Ah, da geht's wieder los, ne? Was ist es? Agrikulturmodul. Genau der gleiche Scheiß nochmal. Können wir reingucken? Ne. Wir müssen es deployen. Ja, hervorragend. Also wir haben genau das gleiche nochmal. Das heißt, wir können jetzt beweisen, dass wir es hinbekommen. Okay, dafür müssen wir aber diesmal tatsächlich dann nicht nur dran vorbeifliegen, sondern wir müssen angleichen. Und wir müssen näher ran. Okay, also dann wird jetzt hier doch noch eine Operation draus, die etwas komplizierter ist. Weil wir das gleiche Problem wieder haben. Aber ich glaube, wir haben diesmal eine Problemlösung dafür. Also ich glaube, wir haben tatsächlich diesmal eine Problemlösung. Und die befindet sich da vorne. Ja. Ich hoffe, dass die schlau ist, die Problemlösung. Und wir nicht den Space Truck dabei zerstören. Aber ich glaube, das funktioniert. So, also erster Schritt. Wir gleichen jetzt erstmal an, damit wir die Operation durchführen können. So. Und nächster Schritt. Wir müssen noch ein bisschen näher ran. Ich möchte nämlich nicht irgendwie mein Schiff so weit abseits parken. Das wird so ein bisschen zu heikel sonst. Also wir haben knappe 2 Stunden Spielzeit Zeit, bevor Tati da drin eingeht, weil sie keinen Strom hat. Und ich bin mal ganz zuversichtlich, dass das schaffbar ist, sich in der Zeit anzunähern. Also wir kommen ganz gut ran. Na, kommen wir nicht, das ist viel zu langsam. Komm schon. Jetzt hier mal ein bisschen Gas geben, ne? Nicht in die Richtung. Komm, zurück. Brav. So. Jetzt können wir Retrograde gehen. Okay, ich erkläre euch mal meinen Plan, während ich mir hier annähere. Mein Plan ist, hier vorne quasi das Cockpit vom Space Truck abzukoppeln. Also wir parken das Gesamtraumschiff knapp daneben. Dafür bereite ich jetzt gerade das Bremsmanöver vor, dass wir uns irgendwie so ein paar hundert Meter daneben einpacken. Dann koppel ich das Hauptraumschiff ab. Wir fliegen relativ nah ran mit dem Hauptraumschiff. Ich steige mit Schnorpel aus und baue den Dockingport hinten, den ich im Moment nicht brauche, weil ich ja quasi nicht an das Hauptschiff angedockt bin, baue den ab und baue den an Tatis Hulk ran und docke dann unsere Kapsel an den Dockingport, den ich gerade verbaut habe, sodass wir sie dann transferieren können. Also das ist jetzt der Hack, den ich gerne versuchen möchte und ich befürchte, der wird uns Überlänge bescheren, aber wir versuchen es trotzdem. Dann habt ihr hier wenigstens eine kleine Entschädigung für den Livestream, sind zwar nicht 2,5 Stunden, aber es ist auf jeden Fall auch nah dran. Von der Linie jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass ich das halt nicht wegpusche mit meinem Antrieb. So. Sehr schön, wir kommen ein bisschen seitlich davon raus. Das macht es auch noch mal ein Stückchen einfacher. So. Sauber ranbremsen, dass wir hier nicht irgendwie in einen blöden Kollisionskurs kommen. Ja,
Ja, hier wird schon aufgeregt gefunkt und Tati das Manöver erklärt, was wir jetzt gleich probieren. Ich hoffe, es funktioniert. So, wir haben jetzt 0,1 Meter, die wir uns wieder entfernen langsam. Das ist okay. Ja, und jetzt kommt der spannende Teil. Wir docken das Cockpit ab und fliegen mit RCS rüber. Sehr cool. Das wird der Hammer, wird das. Der Hammer. So, Target ist Tatis Hulk. Sehr schön. Also erstmal ein bisschen Abstand gewinnen zu unserem Gefährt. Und dann müssen wir in die Richtung erstmal rüber. Einmal außen rum fliegen quasi. Sehr schön. Also, ich glaube, dass der Plan richtig gut funktionieren kann. Natürlich wird es jetzt mal wieder dunkel. Ich entschuldige mich bei allen dafür, dass ich das jetzt in... Naja, also ich werde den Hulk zumindest beleuchten können mit dem Gefährt hier. Dafür, dass ich das jetzt trotzdem ein bisschen in Dunkelheit machen muss, weil ich habe nicht genug Zeit, noch eine Umdrehung abzuwarten. Weil mir dann einfach wahrscheinlich Tati verhungern wird oder frieren oder ersticken oder was auch immer. Irgendwas halt, was Tati dann halt so macht. So, aber wir haben Lampen am Raumschiff dran. Das heißt, ich kann die ganze Szenerie zumindest ein bisschen beleuchten. Haben wir es stabil? Ja. Okay. Feuer frei. So. Jetzt mal gucken. So. Ja. Gut. Relativ schnell noch unterwegs, aber das ändern wir jetzt gleich. Okay, das passt ganz gut. Okay, und ich würde sagen, hier parken wir jetzt gleich erstmal. Das ist nah genug, dass wir arbeiten können. Ah, nee, nicht M. N. Okay. Und ich mache dann immer noch, wenn 00 steht, falls ihr euch mal fragt, was ich da eigentlich tue, so ein Visual Stop. Also ich versuche einfach zu sehen, dass hier jetzt habe ich für mich die optische Bestätigung, dass ich mich ganz leicht wegbewege. Das ist okay. Okay, Schnorpel. EVA. Ach nee, nochmal ein Ding andersrum. Ich bringe jetzt den zu demontierenden Dockingport relativ nah. Anders. Ah, ich gehe noch näher ran, glaube ich. Ich weiß halt nicht, wie ich den Dockingport bewegen kann. Ich werde den nicht ins Inventory nehmen können, mit großer Wahrscheinlichkeit. Deshalb bringe ich jetzt den Dockingport, den ich anbauen will, so nah, dass ich den quasi mit Schnorpeln in einer Bewegung im Idealfall abbauen kann und drüben verbauen. Das ist zumindest so der Plan dahinter. Okay, das sind jetzt alles so Geschwindigkeiten, wo nichts kaputt gehen dürfte. Okay, Schnorpel, dein großer Einsatz. Licht an. Show geht los. Inventory. Du sollst das da mitnehmen. Und RCS an. So. Okay. Ich nehme diesmal nicht den großen Eva-Rucksack, weil eigentlich sollte das keine lange Eva sein. Deshalb muss das eigentlich auch so reichen. So, und jetzt kommt der spannende Part. Wie kriegen wir das hin? Kriegen wir es hin? Fragen wir mal andersrum. Schnorpel, alle zählen auf dich. Detach Clamp O-Ton Docking Port. Okay, ich hab ihn. Ich nehme ihn. Hammer. Hammer. So, und jetzt muss ich mal gucken. Kann ich... So, irgendwie... Da ist er blöd. Kann ich ihn hier unten irgendwie schon detachen? Nee. Hammer! Wir haben einen Dockingport. Sehr geil, Schnorpel. Beste Arbeit. Jetzt bringe ich den noch an eine Position. Also ich baue den jetzt nochmal ab und baue den da unten ran. Einfach weil ich glaube, dass ich aus der Richtung deutlich einfacher und schöner docken kann. Aber ich glaube, der Plan geht auf. Der Plan geht auf und wir kriegen Tati gerettet. Wir haben gelernt aus Fehlern. Schnorpel hat auf natürlich mein Kommando damals bei dem letzten Rettungsversuch aus so einem Ding leider
nicht so gehandelt, wie es hätte sein sollen und tatsächlich das Opfer retten können. Wie können wir den jetzt spinnen? Rotate schneller, Mann. Alter, mach mich nicht fertig. Rotate schneller. Verdammt. Okay, ist zu spät. Wie kann ich jetzt Escape to Cancel? Jetzt muss ich erstmal wieder hoch. Okay. War mir jetzt nicht sicher, ob der richtig rum war. Aber zum Glück haben wir ihn ja nur gelöst. Also er fliegt ja nicht rum. So, also einmal alles ein bisschen langsamer hinbekommen. Kann ich den schon nehmen? Und yay! So. Perfekter Dockingport. Schnorpels Einsatz ist getan. Wir können jetzt quasi Leute retten gehen. Puh, sehr cool. Sehr cool. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das mit dem Andocken noch klappt. Aber auch da haben wir eigentlich alles gut dafür vorbereitet. Recording, so. Gut, Control from here und set as target. Das heißt, wir können jetzt hier einmal so ein bisschen aufpassen, dass wir unsere Paneele nicht zerstören, aber das sieht ganz gut aus. So. Also für die Paneele meine ich im positiven Sinne. Zack, zack, leichter Vorwärtsschub. Und wir können schon mal in Richtung Tatis Halt drehen und auch schon mal anfangen, so ein bisschen Schub in die Richtung zu geben. So, wir bewegen uns jetzt quasi hierhin. Das ist auch ganz gut, glaube ich. Ja, da kriegen wir einen schönen Winkel. Unser Raumschiff, wo ist das eigentlich? Der Space Truck ist da hinten, das ist auch okay. Okay, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier mal kurz bremsen. Ja, das muss genug gebremst sein. Und dann docken wir das Ding an, weil der Winkel müsste jetzt schon fast okay sein. Naja, fast. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und zack, 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 zack. Fertig. So, das soll reichen. Hoffentlich. Naja, reichen zum Andocken wird es auf jeden Fall, denke ich mal. Okay, cool, 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 cool. Und jawohl. Angezogen und gedockt. Yes! So, wir können Tati hoffentlich transferieren. Transfer Crew, Transfer Tati. Da rein. Gerettet. So, und das Rückbauen im Sinne von den Dockingport wieder anbauen bei uns und solche Sachen, das machen wir in der nächsten Folge. Und dann haben wir auch noch einen Kollegen da zu retten. Aber wie gesagt, heute nicht mehr, sondern nächste Folge. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch ein schönes Wochenende. Mein Name ist Robert und tschüss.